So, hallo und herzlich willkommen, liebe Zockerfreunde. Ein wenig unkontrolliert gerade hier in dem laufenden Spiel zwischen dem VfB Stuttgart und dem Hamburger Sportverein. Und ja, wir sind zu Gast in Stuttgart und ja, wir müssen hier ein bisschen was reißen, ne? Das letzte Spiel war ja nicht so prickelnd ausgelaufen. Habe ich gesehen im TV, hab mich echt gefreut. Ja, aber wir waren halt einfach die bessere Mannschaft gewesen. Und dann hat halt die Bayern einfach wieder so ein Lucky Tor bekommen, was ja sowieso immer so gerade derzeitig bei den Bayern so ist, so unverdient. Jo, sie halt einfach unverdient spielen. Alter, wie oft ihr auf Como und Douglas Costa gegangen seid, weil die einfach viel zu schnell für euch waren, weil ihr einfach euren Arsch nicht bewegen wolltet. Ach, das ist doch wieder totaler Blödsinn. Zu spät kam am Boateng. Jo, der fällt jetzt erstmal 3 Monate aus oder so. Ja, das ist doch richtig so. Das ist doch richtig so. Scheiße. Guck mal, du kannst nicht mal Tore machen. Du schnackelst dich auch mit den Toren zusammen. So, aber wie gesagt, jetzt ist erstmal wichtig, hier gut zu spielen. Und ja, zu Ibisevic ist auch was zu sagen. Der verlässt Hamburg wohl im Sommer. Der hat oder wird seinen Vertrag wohl auch nicht weiter verlängern. Oh. Und ja, da hast du so eben gerade Glück gehabt mit dem Zusammenspiel von Kacza. Wie er halt immer weiß, in welche Richtung ich weiterlaufe, Alter. Das ist. Oh! Da habe ich jetzt selbst gerade Glück. Ich mach schon wieder die riesengeilen Pässe, Alter. Was? Da habe ich gar nicht hingezielt, die Huren, Alter! Die Dami! Oh. Das war schlecht. Jo, läuft einfach mal. Ja, egal. Weil bisher hat der Hamburg auch keine Chancen und die sind auch in Real Life nicht so torgefährlich. Also geht von denen eigentlich keine Gefahr aus. Auch nicht vor La Soga. Ja, die Zeiten von dem gefährlichen La Soga, die sind leider schon lange vorbei. Muss man auch leider so ehrlich sagen. Oh! Das wollt ihr gar nicht. Und jetzt Tüton! Das gibt's nicht, Alter. Biest, Alter! Biest! Ich weiß, ich drück so wegpassen, wegschießen so. Oh, MG, und was macht er einfach? Aber Lasoga bringt es halt wieder nicht fertig. Alleine gegen den Torwart das Tor zu treffen, ist natürlich sehr traurig und es war abseits. Da sollte er auch gar nicht hinspielen, Alter. Oh, wie ich das in FIFA 16 mal alles hasse, ey. Diese Pässerei, Alter, diese beschissene. Oh, der war ein bisschen zu weit. Oh, und jetzt müssen wir mal dazwischen gehen. Oh, kommt der Kleber noch rechtzeitig dran. Jetzt wird gespannt. Ja, halt mich halt auf, weil Sperre ohne Ball, ohne Ball. So. Adler. Halt. Spezielle Idee mal rangehen oder auch nicht. Ja, natürlich kommt da Klein einfach mal und läuft mir einfach mal den Ball ab, Alter. So unrealistisch, Alter. Ja, Kostic kriegt natürlich den Ball. Nein, Kostic ist einfach ein Viech auch in Ultimate Team. Holt ja einen Eckball raus. Für den VfB. Jetzt die Dabi mit der Ecke, mit der Ecke, mit der Ecke, mit der Ecke. Nein, er bekommt sie zurück. Langt nochmal rein. Nein, Adler kommt dran. Und jetzt Timo Werner. Dieser schnelle deutsche Außenspieler oder auch Stürmer, wie man ihn. Kann man auch. Und Werner, was für ein Schuss! 1 zu 0.
So unverdient, so katastrophal unverdient, Alter. Wie du das halt immer sagst, bei jedem Tor. Es ist halt einfach so unverdient. Stuttgart hat überhaupt noch gar keine gute Leistung gebracht und so. Viel zu passiv, genauso wie Kleber, Ostrolek, die Nummer 22 da. Einfach krass, was die Abwehr da macht. Ich schläf da einfach. Oh mein Gott, Alter, Mann. So, Abstoß von Tyton. 48 über 10 Pässe kommen bei mir an. Das ist jetzt nicht so interessant, den ich führe. Boah, Alter, das kann immer nicht wahr sein, Alter, Mann. Mit diesen fucking Anrufe, Junge, während ich gerade nicht kann, Alter, Mann. Schwab, Schwab, du Serie, die. Ach du. Boah, das war mal die volle Granatenscheiße, Alter, eben gerade. Ja, das war klar. Lass dich einfach mal fallen. Da wollte ich nicht hin. Und hier ist jetzt Pause. Mit 1-0 geht es verdient für Stuttgart in die, ja, in den Pausenraum. In den Tee-Pausenraum. Verdient, also, ich weiß ja nicht so. Es war eine Chance, die hattet ihr dann aber und das hat dann irgendwie ganz dumm wieder geklappt. Wir haben zwei Schüsse aufs Tor. Wir nutzen halt unsere Chancen. Ey. Hör doch auf, Alter, mit deinem Faulen. Wie einfach mal die rote Karte kassiert, Alter. Kann nicht wahr sein. Der fault außenrum, ey. Und ich kassiere die rote Karte. Naja, aber ich gewinne eh von dem her. Hat man ja gerade gesehen, wie einfach der andere, der rot, der Spieler, der rot bekommen hat, einfach mal weggebeamt ist. Läuft einfach. Und dann hat Tüte und easy. Python wirft aus zu Krabetz, den neuen Stürmer der Ukrainer, soweit ich weiß. Oh, das gibt's nicht, Alter. Was ist das schon wieder, Alter? Oh, mega starker Pass. Oh, Krabetz. OMG, Volley, Alter. Die Davi mit der Ecke jetzt, die Davi, sind immer so große Spieler da, weil Schwab ja mit Rot vom Platz musste. Aber so ein Shit passiert mal und jetzt Python, easy. Wir gehen mal ins Aufbauspiel. Oh, Timo Werner, der Torschütze, oh, bitte gefault von der Strecke. Was? Ich hab einfach nur den Ball geholt, Alter, das kann nicht sein, Junge, es ist der Wahnsinn. Davi jetzt mit dem Freistoß, gibt eine Ecke. Adler zeigt an, wo sich die Spieler positionieren sollen, aber wird das helfen? Ja. Was war das für ein Schuss? Vom Stuttgart-Spieler und jetzt lass sogar er weiß, was er machen soll. Und am Ende verliert er den Ball. Und jetzt nochmal der weite Ball. Alter, das kann nicht sein, Junge. Vom VfB-Verteidiger. Man ist nur zu dritt hinten, aber so eine Abwehrleistung habe ich schon lange nicht gesehen. Aber naja, man muss bloß an das Team glauben. Dann können die schon sowas zeigen. Oh. Belagerung. Jetzt Hamburg belagern. Und das war kein Foul, weil eigentlich Ball gespielt worden ist. Aber den Schiedsrichter juckt's nicht. Jetzt gibt es Freistoß. Oh Mann, ich hab doch gar nicht so doll drauf gedrückt, Alter. Es war die Möglichkeit für Aaron Hunt, der eigentlich richtig gut Freistöße machen kann. Und jetzt Timo Werner, vorher noch gefoult, jetzt kann er durchziehen. Nee, legt sich den Ball ein bisschen zu weit vor. Oh, allein in der Abwehr regelt er das. Einfach nur Beast, die Davi, keiner greift ihn an. Der schießt, aber Adler hat safe. Ja. Kostic.
Oh, ey. Und jetzt ist man zu wenig. Aber oh, zu spät gepasst, Alter. Oh, das gibt's nicht. Was für eine Situation, Kostic. Philipp Kostic verdribbelt sich. OMG. Oh, holt sich den Ball wieder stark. Oh. Alter, das kann nicht wahr sein, Junge. Hier kochen die Emotionen. Und das gibt jetzt für die, keine Ahnung, Nummer, was weiß ich. Keine Karte, doch die gelbe Karte für Emir Spalic, denke ich. Nee, Katscha. Egal, die Davi jetzt. Die Davi. Schön, da geht keiner hin. OMG. Immo Werner, schöner Trick. Nein, aber Turu kann noch schnell genug reagieren und jetzt. Stark gemacht. Stark. Oh, der war riskant. Egal. Gentner jetzt auf. Timo Werner auf den Youngster. Der ist falsch schnell. Jetzt. Nein. Oh Gott, ich verdribbel mich gerade so übel. Aber jetzt kommt Klein. Oh. Das kann nicht sein, Alter. Okay, die Davi. Keiner kommt in die Ecke dann. Einwurf. Oh, ich muss mal kurz auswechseln, Alter. Jo, dann würde ich jetzt halt mal sagen, liebe Leute, ist es soweit. Eingewechselt. Leute, jetzt eingewechselt. So kann man da gehen. Da habe ich nur zwei Auswechselmöglichkeiten. Go. Ich halt nur mit drei Verteidigern. Und jetzt kommt der altbekannte Kevin. Großkreuz. Der Dönerwerfer am Start. Werner, stark in die Davi, in den Lauf. Die Davi. Oh shit. Kann auf jeden Fall besser. Egal, bisher führen sie noch. Hand, arroganter Pass. Holbi. Der Strolek. Stark von Vienna einfach mal. Oh, Clement. Nein, was ist das für ein Reflex von Adler? OMG. Oh, Großkreuz hier am Ball und jetzt die Davi. Flanke Adler hat. 5 Minuten Nachspielzeit. Oh, shit. Fail. Oh Gott, fail. Noch mehr Fail und jetzt. Rob! Hey, das kann nicht sein, Alter. Zweimal heute vom Torhüter. Die Stuttgarter schaffen es irgendwie nicht. Der junge Clement. Oh, hey. Oh, shit. Ich hol Tyton raus und der schafft es. Tyton! Und es ist aus. Stuttgart. So fucking unverdient, Alter, Junge. Aber. Verdient. Ich denke, in echt wird das auf jeden Fall ein Sieg für den Hamburger Sportverein. Ich rechne mit 0-3 für Hamburg. Alles klar. So, dann wie gewohnt, Daumen nach oben für Hamburg und ein Kommentar auf Hashtag Sieg Hamburger Sportverein. Bis dahin, liebe Zuckerfreunde, und haut rein.